Ich verrate euch meine komplette Haircare-Routine, was für Produkte ich benutze, wie ich mein Hair-Oiling mache und wie ich es damit geschafft habe, meine Haare wirklich so schnell wieder wachsen zu lassen, sie wahnsinnig gesund zu bekommen und so einen krassen Haarwachstum habe wie noch nie. Hallo Kalikschu, ich hoffe, euch geht's gut. Ich weiß, man schaut sich diese Videos am liebsten von Mädels an, die volle, lange, gesunde Haare haben. Als Proof, dass es wirklich funktioniert, was sie einem erzählen. Aber glaubt mir, Leute, ich hatte so kaputte Haare. Und jetzt sind sie einfach so krass gesund und sind schon so viel gewachsen, ich zeige es euch gleich, dass ich euch einfach jetzt schon alle Tipps mitgeben wollte, die ich habe. Denn ich war so froh, als ich jetzt endlich diese ganzen Hair-Oiling-Tipps und Tricks gelernt habe und die auch wirklich bei mir funktionieren, dass ich nicht noch warten wollte, wie sie noch länger sind, um dieses Video zu drehen. Deswegen, ich habe kurze, sehr gesunde Haare mittlerweile. Und als kleinen Zwischenstand für alle, die mich noch nicht kennen, hi, ich bin Cassie. Ich war jahrelang Blondine und habe das geliebt, aber die Haare waren einfach so kaputt dadurch. Unfassbar. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, meine Haare braun zu färben vor ein paar Monaten, damit ich zurück zu meiner Naturhaarfarbe kann. Aber natürlich waren die kaputten Haare immer noch da drunter und die haben gar keine so Elastizität mehr. Seht ihr, das bleibt einfach stehen. Und deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, die abzuschneiden, so schulterlang. Aber dann wollte ich es irgendwie nochmal wissen und habe sie noch kürzer geschnitten und wirklich so kurz, dass meine Haare hier bis zu meiner Halsfalte hier gingen. Super kurz. Ich muss sie mal ein bisschen glatt ziehen, weil die gelockt sind durch den Dutt davor. Aber schaut mal, wie lang die jetzt sind und das ist 3 Monate her. Und jetzt sind sie 6 cm gewachsen in 3 Monaten. Das ist crazy und ich weiß einfach, es liegt an der richtigen Pflege und am Hair Oiling. Deswegen machen wir das jetzt zusammen. Los geht's! Diese ganze Routine besteht eigentlich aus 5 Schritten. Erstens, wir müssen die Kopfhaut vorbereiten. Bevor wir da irgendein Öl drauf machen und die überhaupt einziehen können, muss die Kopfhaut stimuliert werden. Und das macht man mit verschiedenen Tools. Das einfachste und schnellste, was man hat, sind auf jeden Fall die Finger oder eine Bürste zu Hause, die halt so schöne Noppen hat, mit denen man richtig schön auf die Kopfhaut auch kommen kann und die da richtig durchbürsten. Wichtig dabei ist, dass man nicht komplett immer bis nach unten durchzieht. Wir brauchen jetzt die Spitzen irgendwie nicht nochmal 1000-mal durchkämmen, sondern einfach schön am Ansatz mit ein bisschen Druck darüber gehen, sodass man es spürt und die Kopfhaut bzw. die Poren sich öffnen. Man kann natürlich aber auch einfach seine Finger nehmen und so da durchfahren. Allerdings muss man das für 2 bis 3 Minuten machen und ich habe irgendwann so ein ekliges Gefühl in den Fingern, wenn ich das zu lange mache. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber so bei Kopfhaut fahren mit Fingern, oh, irgendwann ekelt es mich. Darum habe ich mir noch das hier geholt. Das ist so ein Holzmassagetool und ich finde es so angenehm. Und massiere eben so meinen Kopf und ich finde, es ist einfach so ein geiles Gefühl, ohne dass man es eben an den Fingern hat. Was aber auch ganz cool ist und so ein bisschen mehr Spaß noch mit reinbringt, ist was Elektrisches. Ich verlinke euch übrigens alle Sachen in der Infobox. Das ist nicht so hart wie die anderen Sachen. Ist ein bisschen sanfter und man muss halt einfach nichts machen. Da muss man sich, glaube ich, einfach am besten durchtesten, was man halt am liebsten mag, weil das ist so ein bisschen typabhängig. Aber gerade wenn ihr anfangt damit, würde ich einfach mit den kostenlosen Sachen gehen, die man eh schon zu Hause hat, also Finger oder Kamm. Ich merke jetzt so richtig, wie meine Kopfhaut auch kribbelt. Das sollte nicht wehtun, aber einfach so durchblutungsfördernd sein. Und alleine diese Massagen, wenn man die täglich so 3 bis 5 Minuten macht, vielleicht abends vor dem Schlafen gehen, dann regt es so diese Blutzirkulation an, dass es auf jeden Fall das alleine schon den Haarwachstum fördern kann. Und jetzt aber auch die Basis ist für den 2. Schritt und zwar die Öle. Die bringen jetzt nämlich die wichtigen Nährstoffe und Vitamine, die jetzt perfekt in die Poren halt reingehen können. Das hier sind die 4 Öle, die ich immer verwende. Die haben alle verschiedene gute Eigenschaften, erkläre ich euch gleich. Und die sind auch alle auch richtig günstig. Das ist echt krass, was man nur ausgeben muss für so gute Pflege. Liebe ich. Und ich starte immer mit dem meistgehyptesten Öl und zwar, was wir wahrscheinlich alle von TikTok kennen, das Rosmarinöl. In Rosmarin ist das ätherische Öl Eukalyptol enthalten und das sorgt dafür, dass die Kopfhaut richtig schön durchblutet wird und dadurch eben die Haarfollikel mehr Sauerstoff und auch Nährstoffe aufnehmen können. Das Auftragen davon geht auch ganz einfach. Und zwar nehme ich mir erstmal eine Pipette voll und gebe die an meinen Scheitel in so kleinen tupfenden Bewegungen. Und die restliche Flüssigkeit, die gebe ich dann in diesen streifenden Bewegungen von oben nach unten auf eine Seite von meinem Kopf. Dann nehme ich mir eine zweite Pipette voll und nehme die auf die andere Seite, genauso wie für hinten. Ich würde nie mehr als 2, maximal 3 Pipetten von einem Öl nehmen, weil sonst einfach zu viel wird. Und dann gebe ich auch immer noch ein bisschen hier so um meinen Haarkranz quasi direkt hin. Ich habe auch schon bei vielen gesehen, dass es ihnen geholfen hat, in diesen Geheimratsecken. Ich habe die auch. Ich muss sagen, ich habe hier vor allem auch ganz viele so kleine Babyhaare bekommen. Davor war da gar nichts. Aber die sind noch sehr, sehr fein. Deswegen, ich würde den Erfolg davon jetzt noch nicht ganz unterschreiben. Aber eben andere hatten auf jeden Fall schon gute Erfahrungen damit. Aber andererseits denke ich mir so, ich hatte die schon immer. Mich stört das gar nicht. Ich will den Fokus auf lange, gesunde und tolle Spitzen und Längen legen. Und das wäre so ein schöner Nebeneffekt. Aber es ist nicht schlimm, wenn da nichts kommt. Das bin ich.
An der Stelle aber noch ein wichtiger Disclaimer. Und zwar ist natürlich Haarpflege ein großer Baustein davon, wie gesund die Haare sind. Genauso wie im Skincare-Bereich zum Beispiel die Hautpflege, die man aufträgt. Aber es ist nie das alleinige Heilmittel und auch nie für alle Menschen. Also auch wenn es jetzt für mich und für viele andere voll gut funktioniert, ihr es bei euch ausprobiert, es kann sein, dass es halt nicht die gleichen Ergebnisse hat. Was aber auch daran liegen kann, dass Haarwachstum von so vielen Sachen abhängig ist. Ob man genug schläft, wie viel Stress man ausgesetzt ist, wie viel Sport man macht, wie oft man die Haare wäscht, was für strenge Frisuren man vielleicht trägt. Das sind so viele Dinge. Und vor allem, wenn man zum Beispiel sehr starken Haarausfall hat, wo es daran liegt, dass die Haarwurzeln schon gar nicht mehr existieren oder gar nicht mehr intakt sind, dann ist es auf jeden Fall immer ratsam, einen Arzt aufzusuchen und sich medizinische Hilfe zu holen. Genauso wie man zum Beispiel starke Akne hat, dann nicht kreuz und quer durchtesten, sondern am besten zum Hautarzt gehen und sich da wirklich beraten lassen. Aber wenn ihr blondierte, kaputte Haare habt, weil ihr falsch gefärbt habt oder unendlich viel Spliss habt, so wie ich es hatte, dann können Öle auf jeden Fall Wunder wirken. Kürbiskernöl. Darin enthalten sind wichtige Vitamine wie zum Beispiel A, C und E, die wirklich gut für die Gesundheit der Kopfhaut sind. Und außerdem enthält es auch Mineralien wie Zink oder Magnesium und die können auch die Haarstruktur stärken und das Haarwachstum fördern. Und als drittes und letztes für die Kopfhaut habe ich noch Rizinusöl. Und Leute, ihr müsst das mal googeln. Rizinusöl hat so krass viele Vorteile. Es kann bei super vielen Beschwerden helfen. Es spendet zum Beispiel extrem viel Feuchtigkeit, kann Spliss reduzieren und auch gereizte und sensible Kopfhaut beruhigen. Ich trage das diesmal als letztes auf und auch in solchen Sektionen, weil es ist sehr dickflüssig und vor allem super klebrig. Deswegen würde ich es nicht durch die Haare fahren, weil dann zieht man einfach nur unnötig dran. Und als letztes Jojobaöl. Das kann man auch richtig gut auf die Kopfhaut auftragen. Es ist sehr feuchtigkeitsspendend und regt auch die Durchblutung der Kopfhaut an, was wiederum eben den Haarwachstum fördert. Allerdings habe ich dann bis dahin schon so viele Öle in den Haaren, dass ich das in meine Längen gebe. Denn nicht nur die Kopfhaut soll gesund sein, sondern auch die Längen der Haare einfach schön immer mit Feuchtigkeit versorgt, damit da kein Haarbruch entsteht und genug Elastizität drin bleibt. Und Jojobaöl hat eben super viele Nährstoffe, die richtig schön tief ins Haar eindringen und mit Feuchtigkeit versorgen. Jetzt, da alle Öle drin sind, kommen wir zum dritten Schritt und zwar das Ganze nochmal einmassieren. Wichtig ist aber, die Haare sind jetzt ölig und genauso anfällig, wie wenn sie nass sind nach dem Duschen. Da darf man jetzt nicht einfach wieder mit dem Kamm durch oder irgendwie feste dran ziehen, weil sie dann so einfach brechen können. Deswegen am besten wirklich nur die Fingerspitzen nehmen und dann nicht hin und her so reißen. Also einfach nur die Kopfhaut in kreisenden Bewegungen massieren und dadurch kann das Öl dann nochmal besser in die Poren eindringen und wir haben einen besseren Effekt. Das Ganze muss jetzt 2 bis 3 Stunden einwirken und damit die öligen Haare nicht an die Kleidung kommen oder vielleicht auf den Rücken, wo es dann auch Pickel irgendwie auslösen könnte, würde ich euch empfehlen, die Haare irgendwie wegzustecken. Das muss aber ganz locker passieren, sodass jetzt kein Zug oder so drauf ist. Das heißt, wenn dann einfach ein Scrunchie nehmen, einen ganz lockeren Dutt machen oder eine Haarklammer und sie damit ganz locker hinten feststecken. Was ich auch schon oft gesehen habe und das Ganze noch mehr wirken lassen soll, ist, dass man hier hingeht und sich Klarsichtsfolie um den Kopf wickeln, damit da schön die Wärme dran angestaut wird. Oder sich einfach ein Handtuch nehmen, das ein bisschen in der Mikrowelle zum Beispiel erwärmen oder auf der Heizung und damit einen Turban machen, sodass die Haare richtig schön gewärmt werden, weil das eben auch nochmal die Kopfhaut bzw. die Poren öffnen kann und dann kann das Öl besser eindringen. Aber jetzt im Sommer, bei uns ist es eh warm, deswegen lasse ich das einfach so für 2 bis 3 Stunden einwirken. Währenddessen kommen hier noch die 5 Don'ts, die ihr auf jeden Fall beim Hair Oiling vermeiden solltet. Erstens, auf keinen Fall ein rein ätherisches Öl benutzen, wie zum Beispiel Rosmarinöl. Das ist viel zu stark für die Kopfhaut und kann Unverträglichkeiten oder einfach eine gereizte Kopfhaut verursachen und damit auch genau das Gegenteil von dem, was wir wollen, zum Beispiel Haarausfall dann fördern, weil die Kopfhaut halt gar nicht klarkommt mit diesem krassen Öl. Deswegen, wenn ihr selber macht, auf jeden Fall mit einem Trägeröl vermischen, wie zum Beispiel mit Jojobaöl oder Kokosöl. Oder man kauft sich direkt so ein fertig gemischtes Produkt. Hier sind zum Beispiel ganz viele andere Öle auch noch drin, zum Rosmarinöl und das verdünnt es dann so schön, dass man es perfekt auf die Kopfhaut auftragen kann. Zweitens, Hair Oiling nicht machen, wenn man komplett ölige Haare hat. Ich mache das auch immer, bevor ich quasi meine Haare wieder wasche, aber ich würde nie so weit kommen lassen, dass die krass fettig sind. Weil wenn man schon übelst viel eigenes Öl auf den Haaren hat und dann nochmal zusätzliches Öl drauf gibt, dann kann es einfach auch sich viel zu krass anstauen, die Poren verstopfen und gar nicht richtig wirken. Das heißt, nicht auf komplett fettige Haare auftragen. Und drittens, auch nicht zu lange einwirken lassen. Man denkt immer so, oh, wenn ich es länger einwirken lasse, dann habe ich bessere Effekte, aber no. Nicht über Nacht drin lassen. Das kann auch wieder Poren verstopfen und zum Gegenteil führen. 2 bis 3 Stunden reicht völlig aus und das Ganze 1 bis 2 Mal pro Woche im Idealfall, wenn ihr wirklich gute Effekte haben wollt. Wie vorhin schon erwähnt, auf keinen Fall die Haare durchkämmen, wenn man das Öl drin hat und nicht zu hart dran ziehen, damit das Haar nicht bricht. Und auch auf jeden Fall nicht zu viel Öl benutzen. Auch da wieder nicht mehr ist besser, sondern wie ich es auch vorhin schon gezeigt hatte, so 2 bis 3 Pipetten voll für die gesamten Haare von jedem Öl und das reicht völlig aus. Es muss ölig sein, aber nicht nass und in Öl getrieft.
Nach 2 bis 3 Stunden einwirken lassen, kommen wir dann zum letzten Schritt, und zwar dem richtigen Auswaschen. Denn es müssen alle Öle wirklich komplett wieder raus, damit wir danach keine fettigen Haare haben. Und was ich da mega gerne einmal pro Woche nehme, ist dieses Tiefenreinigungsshampoo von K18. Es entfernt super effektiv Schmutz, Öl, Silikone oder andere Haarprodukte, die wir über die letzten Tage alle reingeballert haben, wie zum Beispiel Haarspray oder andere Leave-In-Produkte. Egal welches Shampoo ich benutze, ich gebe es erstmal in meine Hand, schäume das da auf und dann kommt es an den Ansatz. Und zwar nur an den Ansatz. Ganz wichtig auch, diesen Part da hinten nicht vergessen. Deswegen drehe ich meine Haare immer so ein bisschen ab, damit ich da gut hinkomme und dann auch nochmal unten im Genick. Das habe ich früher voll oft nicht gemacht und dann richtig schnell fettige Haare bekommen. Mich gewundert, weil einfach da hinten trotzdem noch so viel Produkt drin war. Und hier seht ihr es, das Shampoo ist nur in meinem Ansatz und jetzt beim Abwaschen läuft es über die restlichen Haare drüber. Und das reicht im Normalfall völlig aus, denn es geht auch gleich noch weiter mit dem zweiten Shampoo. Da benutze ich seit einigen Wochen das hier von Elvital, das Bond Repair. Ich muss euch aber ehrlich gestehen, ich habe jetzt noch nicht das eine Shampoo, wo ich sage, das ist es. Also ich bin da auch immer noch am Durchtesten, aber das finde ich sehr, sehr gut. Schäumt auch richtig gut in der Hand auf, riecht wahnsinnig gut und macht meine Haare auch extrem schön sauber. Auch da wieder nur den Ansatz und dann den Rest vom Shampoo über die Haare beim Auswaschen laufen lassen. Ausnahme wäre hier zum Beispiel, wenn man extrem viel Haarspray in die ganzen Haare für eine Frisur verteilt hat, dann auf jeden Fall einmal richtig gut mit Shampoo alles auswaschen, damit das Produkt rausgeht. Aber ansonsten kann Shampoo in den Längen einfach zu sehr viel Trockenheit und dadurch Haarbruch führen. Übrigens, kleiner Fun Fact, 70 bis 100 Haare sind normal, wenn die pro Tag rausgehen beim Waschen und Kämmen. Dann kommen wir zu einem meiner Holy Grails, und zwar diesen Mikrofaserhandtüchern von DM. Leute, ich habe die in allen 3 Farben, die es gibt. Ich liebe die. Die sind so gut und mega günstig. Damit tupfe ich jetzt meine Haare so trocken wie möglich und diese Handtücher saugen einfach so schnell das Wasser auf. Das ist echt der Wahnsinn. Ich liebe die. Und ja, ich schwärme hier wirklich so krass für dieses Handtuch. Genauso wie für das nächste Produkt, und zwar diese Haarmaske von Coco und Eve. Die ist nicht nur vegan, sondern silikon- und sulfatfrei und hat richtig tolle Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel Hyaluronsäure oder veganes Keratin und ganz viele andere Vitamine aus tropischen Früchten und spendet deswegen extrem viel Feuchtigkeit. Und dann kommen wir zu eigentlich einem No-Go, und zwar die Haare im nassen Zustand kämmen. Ich mache es aber nur ganz vorsichtig und nicht bis in den Ansatz, sondern verteile damit die Haarmaske nur in den Spitzen, sodass sie sich wirklich um jedes einzelne Haar legt und dadurch habe ich einfach nochmal einen viel krasseren und geschmeidigeren Effekt danach. Und jetzt nach der Conditioner. Es ist wirklich eine lange Prozedur, das muss ich zugeben. Aber ich versuche es auch einfach so richtig zu genießen. Ich nehme mir auch einfach dann gerne die Zeit dafür, weil ich halt diese tollen Ergebnisse sehe. Das ist dann aber auch wirklich der letzte Schritt in der Dusche. Und ja, man muss immer einen Conditioner nach der Haarmaske verwenden. Ich habe das auch so lange nicht gemacht. Aber der Conditioner versiegelt einfach die Vorteile und die ganze Pflege von der Maske und sorgt dafür, dass sich die Schuppenschicht wieder schließt und das Haar leicht zu handhaben ist und glatt bleibt. Fertig! Tag, ein neues Badezimmer. Mein Insta-Squad weiß auch warum. Falls ihr mir übrigens noch nicht folgt, dann macht es super gerne, wenn ihr Bock habt, mehr von mir zu sehen. Ich heiße genauso wie hier Kali Cassie und da bekommt ihr auch so ein paar Behind-the-Scenes aus meinem Leben mit. Und hier geht es aber ganz normal weiter mit meiner Haircare. Ich habe heute genauso wie gestern auch meine Haare jetzt extra nochmal gewaschen und jetzt kommen die Pflegeprodukte rein und die sind so wichtig. Als erstes nehme ich dafür Öl. Ja, noch mehr Öl, aber das bleibt tatsächlich in den Haaren drin und das ist so wichtig, damit die ihre Spannkraft behalten, Feuchtigkeit bekommen, das Ganze gegen Spliss arbeitet. Und Leute, ich habe das die ersten 30 Jahre meines Lebens nicht gemacht, weil ich das nicht wusste, dass es gut ist, dass man das braucht. Bis ich eine neue Friseurin gefunden habe und die hat mir geholfen, meine Haare so gut zu verändern. Und seit ich das mache, seit über einem halben Jahr jetzt, hat es meine Haare wirklich komplett verändert. Also ihr müsst das ausprobieren. Ich habe hier einmal ein sehr bekanntes Öl, und zwar das Moroccan Oil Light. Das ist für feines und leicht koloriertes Haar. Es gibt aber noch eine normale Version davon. Und dann aber auch noch auf ihre Empfehlung das hier jetzt gerade neu gekauft. Das habe ich noch nie ausprobiert, aber das hier ist fast leer. Dann dachte ich, okay, ich teste mich mal ein bisschen weiter durch. Das Professional Sebastian Dark Oil. Benutze sie auch bei mir im Salon und ich vertraue ihr da so krass, deswegen freue ich mich drauf, das auch mal zu verwenden, aber heute mache ich erstmal noch das hier weiter leer. Wichtig ist hier jetzt auf keinen Fall zu viel Öl zu nehmen, deswegen nur so ein ganz kleiner Pumpstoß, das ist schon fast ein bisschen too much. Deswegen verreibe ich es auch immer erstmal richtig gut in den Händen, auch so zwischen den Fingern, damit sich das schön verteilt und nie zu viel Produkt auf die Haare kommt, denn wenn das passiert, dann sind sie nach dem Föhnen komplett fettig, schwer und ölig. Das wollen wir nicht, sondern wirklich nur diesen pflegenden Effekt. Und wenn ich merke, ich habe zu viel, dann gebe ich einfach mal ein bisschen hier auf meine Haut. Das ist auch nicht schlecht. So, und dann kommt es in die Haare rein, aber wirklich nur in die Spitzen und so ein bisschen hier unten noch in die Längen. Dann kämme ich das vorsichtig durch, aber so, dass ich jetzt nicht das Öl komplett in den Ansatz wieder bringe, sondern wirklich nur so ganz leicht in den Spitzen das verteile. Und hier ist auch wieder wichtig, genauso wie bei dem Conditioner, dass man es nicht auf klatschnasse Haare aufträgt, weil sonst kann das Haar das Öl gar nicht absorbieren. Deswegen unbedingt die Haare so weit wie es geht einfach Handtuch trocken bekommen, antrocknen lassen oder eben so ein Mikrofaserhandtuch benutzen, damit geht es viel schneller. Und dann, wenn die eben so leicht
damp nur noch sind, dann kann man die Pflege auch auftragen und die Haare können es aufnehmen. Und als nächstes kommen wir zum Hitzespray. Da habe ich ehrlich gesagt keinen besonderen Favorit. Falls ihr einen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber ich brauche gerade einfach die auf, die ich über PR-Pakete immer mal wieder geschickt habe. Glätte ich meine Haare so ein bisschen, weil ich habe jetzt gerade diese awkward Länge, bei denen sie jetzt auf den Schultern aufstehen und dann das hier machen. Umso länger der Tag geht, umso mehr wird das und dann habe ich so eine richtige Schanze hier und das mag ich ja halt gar nicht. Deswegen gehe ich damit rein. Aber ich versuche sie gerade so lang zu züchten wieder, dass ich das halt nicht mehr machen muss, dass sie über die Schultern drüber gehen und ich versuche immer nur die Spitzen zu glätten und sobald sie dann länger sind als meine Schultern, werde ich auch damit aufhören. Ich schwöre es, weil Hitze ist halt auch wirklich einer der schädlichsten Sachen, die man machen kann. Man auch nochmal die komplette Länge im Vergleich zu dem Video, was ich ganz am Anfang gezeigt hatte, wo ich sie dann das letzte Mal hier abgeschnitten hatte. Krass, oder? Und bevor wir zu meinen allgemeinen Tipps kommen, die ich noch zum Thema Haarpflege habe, gibt es noch ein letztes Produkt, das ich jetzt auch relativ neu habe, aber liebe. Von Coco und Eve, Like a Virgin Miracle Hair Elixir. Das ist auch ein Haaröl und das könnte man theoretisch auch vor dem Föhnen reinmachen, denn das hat hier schon Hitzeschutz mit eingebaut bis 220 Grad und hat auch noch ganz viele feuchtigkeitsspendende Inhalte. Das heißt, es wäre eben perfekt, wenn man sagt, okay, ich will weniger Produkte haben, erstmal langsam rantasten, dann kann ich das empfehlen, anstatt die Haaröle, die ich gerade eben gezeigt hatte. Es riecht auch extrem gut nach Kokos. Boah, so lecker, richtig Urlaubsfeeling, wenn ich das drauf mache. Und ich mache das jetzt ins trockene Haar, einfach auch nur ganz wenig, wirklich so eine klitzekleine Menge reicht aus. Verteile es auch wieder in meinen Händen und dann einfach in die Spitzen und auch so ein bisschen in die Länge rein. Denn das sorgt dafür, dass man keinen Frizz bekommt, dass die Haare richtig schön glänzen, geschmeidig sind und vor allem auch so unfassbar gut riechen. Das versiegelt quasi das Ganze, was wir jetzt davor schon reingemacht haben. Und ich wünschte, ihr könntet das jetzt fühlen. Die sind so unfassbar weich und geschmeidig. Es fühlt sich an, als würde ich gerade vom Friseur kommen. Dabei habe ich alles selbst zu Hause gemacht. Und dieses Gefühl habe ich einfach jedes Mal, wenn ich die Haare wasche. Auch wenn ich jetzt kein Hair Oiling davor gemacht habe. Einfach, weil die Pflege sich halt langsam aufbaut in den Haaren und die immer gesünder werden. Und dass ich jemals so geschmeidige, gesunde Haare habe, hätte ich niemals gedacht, vor über einem halben Jahr, als ich die so tot blondiert hatte. Deswegen bin ich mega froh, diese ganzen Produkte und auch die Pflegeroutine für mich gefunden zu haben. Und ich hoffe, dass ich euch helfen konnte damit. Aber es ist noch nicht vorbei. Ich habe hier noch ein paar Top-Tipps, die ich allgemein zum Thema Haircare gerne an euch weitergeben möchte. Ich wusste lange nicht, dass unsere Haare auch nachts kaputt gehen können. Und das kann man ganz einfach vorbeugen, indem man zum Beispiel abends noch eine Feuchtigkeitspflege reingibt. Das Erste, was ich da als Tipp habe, ist, auch wieder ein bisschen Öl reinzumachen, einfach so in die Spitzen. Wer aber sagt, okay, Cassie, jetzt ist genug, ich will nicht so viel Ölprodukte. Da kann ich das hier empfehlen. Das ist von Glisscure, das Night Elixir. Ich habe es in zwei verschiedenen Varianten, die ich einfach abwechsle. Einmal hier für Spliss, beziehungsweise gegen Spliss. Und hier für Feuchtigkeit über Nacht. Holt euch auf jeden Fall ein Setar-Kopfkissen. Das ist so nice, Leute. Erstens ist es mega das luxuriöse Gefühl, darauf zu schlafen. Und zweitens ist es auch richtig gut für eure Haare und Haut. Denn das Material verhindert das Austrocknen und ist vor allem eben gut, wenn man davor eine Feuchtigkeitspflege reingemacht hat, genauso wie man eben Feuchtigkeitspflege auch aufs Gesicht aufträgt und Baumwolle dann als Bettwäsche oft das Ganze wieder aufsaugen kann. Bei Satin ist es nicht so. Es beugt außerdem Reibung vor und die Haare können darauf fast gar nicht verfilzen. Und deswegen, wenn ich abends darauf einschlafe, sehen meine Haare am nächsten Tag wirklich genauso aus wie abends, als ich ins Bett gegangen bin. Was aber auch an Tipp Nummer 3 liegt, und zwar würde ich euch auf jeden Fall auch einen Satin Scrunchie empfehlen und damit eine schlaffreundliche Frisur machen. Wer mich schon länger verfolgt, weiß, dass ich schon jahrelang immer die Palme mache. Das heißt, ich nehme meine Haare über Kopf und mache mir dann hier genau in der Mitte ganz locker mit so einem Scrunchie eine Palme, sodass die Haare um raushängen und ich eben nicht auf den schlafe. Damit die Haare möglichst wenig abbrechen, einfach so wenig Hitze wie möglich versuchen zu verwenden. Ich weiß selber, es ist schwer, gerade mit dem Glätteisen oder Lockenstab. Aber vielleicht einfach mal schauen, wo man es reduzieren kann und öfter auch vielleicht die Haare zu in der Klammer oder am Haargummi tragen und sich auch einfach an seine natürlichen Haare gewöhnen, wie die eben fallen. Wie ich vorhin schon erwähnt hatte, auf jeden Fall Conditioner oder Haarmasken nur in handtuchtrockenes Haar einarbeiten und nicht in klatschnasses. Wenn sie dann nass sind, auf jeden Fall ganz, ganz vorsichtig, wenn überhaupt, kämmen. Die Haare auch nie so trocken rubbeln, sondern immer trocken tupfen. Einmal pro Woche auf jeden Fall eine Haarkur verwenden und die auch lang genug einwirken lassen, wie es draufsteht. Am besten auch in der Dusche sehr heißes Wasser vermeiden, eher mit so lauwarmem Wasser das Ganze waschen. Aber ich sag euch ehrlich, das schaffe ich nicht. Ich liebe heißes Wasser und ich friere so schnell, deswegen
daran arbeite ich noch. Beziehungsweise man muss auch nicht alles perfekt machen. Das will ich euch auch mit auf den Weg geben. Das sind alles sehr viele Tipps. Sucht euch die raus, die wirklich für euch einfach umsetzbar sind und die euch auch Spaß machen. Und die letzten zwei Tipps sind einmal, schneidet auf jeden Fall den ganzen kaputten Part eurer Haare raus. Auch den ganzen Split, der da drin ist. Ich weiß, man will immer zum Friseur und sagt, nur so ein bisschen bitte. Aber es bringt nichts, wenn ihr nur so ein bisschen abschneidet, obwohl so viel kaputt ist. Spliss frisst sich einfach immer wieder nach oben und damit werdet ihr auch nie lange Haare bekommen, weil sich das immer wieder hochzieht. Und als letztes habe ich euch hier noch meine Favorite Hair Blogger, die ich auf Instagram und TikTok voll gerne schaue, von denen ich so viele Tipps habe. Ich verlinke die euch in der Infobox, wenn ihr einfach direkt da draufklicken wollt. Und ich bin den Mädels so dankbar, dass sie das alles posten. Deswegen hoffe ich, dass ich euch ganz viel davon hier weitergeben konnte. Das hier ist der Emoji des Videos, also kommentiert ihn unbedingt mal, wenn ihr gerade noch dran seid. Und wir kommen auch noch zur Videofrage, die unter meinem letzten Video, der Summer Bucket List von Thea Nguyen PW7IZ gestellt wurde. Wann willst du heiraten? Oder besser gesagt, bist du verlobt? Ich habe zwar immer viele Ringe an, aber nein, ich bin nicht verlobt. Raffi und ich sind schon über 15 Jahre zusammen und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir irgendwann heiraten werden. Aber bisher ist noch nichts geplant. Ich muss dazu aber auch sagen, dass aus unserem ganzen Freundeskreis bisher nur ein Pärchen verlobt ist und ein weiteres schon verheiratet. Und die sind alle schon fast genauso lange wie wir. Aber das ist irgendwie doch kein so richtiges Thema bei uns. Ich glaube, wenn die vielleicht mal anfangen, vielleicht kommen alle anderen dann irgendwann nach. Mal schauen, ihr werdet es erfahren. Schaut euch jetzt super gerne eins dieser beiden Videos an, aber natürlich abonnieren nicht vergessen und sehr gerne bei mir auf Instagram vorbeischauen. Ich bin übrigens gerade, wenn ihr das hier seht, auf Malaga. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche zu Summer DIYs wieder und bis dahin, macht's gut, Leute!